Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hi Emilia. Hi. Hi Justin. Wir fahren alle zusammen in die nächstgelegene Stadt, um zusammen ein paar Geschenke zu kaufen, weil unsere Mutter und unser Onkel bald Geburtstag haben. Und wir wollten einfach mal ein bisschen gucken, ne? Morgen hat Mama Geburtstag. Stimmt, sogar schon morgen. Scheiße. Auf jeden Fall gehen wir da gleich jetzt ein bisschen gucken und danach eventuell noch was essen, was Kleines. Willst du was essen, Emilia? Ja, danach noch was essen. Das Ding ist, wir werden da halt safe nichts finden, weil da gibt es halt absolut gar nichts. So, wir sind jetzt angekommen, jetzt gehen wir noch kurz ins Edeka. Wollen wir eine davon kaufen? Ich finde die eigentlich ganz cool. Viel Spaß beim Ausgeben. Findest du die cool? Okay, nee, Alter, ich habe das nicht gelesen, dass das da steht, das ist komisch. Dann lass, wenn dann den mit dem Geburtstagstorte. Ich hab die. Oh ja, die ist süß. Dann lass die nehmen. Ja, wir machen Model Walk. Wow. Was hast du hier? Eine Müllermilch? Hatte ich heute Morgen auch. Eine Müllermilch. Was machen die? Mega, ich krieg die. Los, Emi, kämpf. Schnell, hör mal auf hier. Emi, auch mal sauer. Hör doch jetzt mal auf. Junge. Er ist so sauer. Los, Emi. Schlag ihn kaputt. Die sieht aber irgendwie ein bisschen kindisch aus. Ist so, ne? Zeig mal. Wir gehen nur mal vor. Alter, die kostet 3 Euro. Die nehmen wir nicht. Wir basteln was. Wir basteln. Nein. Wir rennen weg vor Justin. Verstecken uns. Bleib hier, bleib hier. Siehst nur alle. Oh mein Samuel, du näherst. Oh, sorry. Nein. Da ist er, scheiße, er hat uns gesehen. Können wir auch mal ganz kurz festhalten, wie krass Emi aussieht? Mach mal einen Outfit-Check. Komm, mach mal einen Outfit-Check. Oh, wow. Oh, wow. Danke. Gerade eben wolltest du es nicht haben, als ich dich gefragt habe. Und jetzt willst du es haben, ne? Bitte. Okay. Danke. Zeig mal dein Überraschungsei. Ich hab nicht mal eins. Sie hat's doch nicht bekommen. Wir sind jetzt im Depot, weil hier gibt's immer schöne Sachen für Mütter über 40. Und hier, guck. Kochbuch, Jerusalem. Meine ich doch. Alter, diese Stadt ist so ranzig, ne? Hier gibt's einfach gar nichts. Außerdem ist alles für Herbst und irgendwelche Kürbis. Scheiße. Nur ein Spaß, ne? Wenn man sich so ans Fenster hängen kann, wo man zum Beispiel eine Kerze reinstellen kann. So wie das. Nein. Bei mir, Deko ist jetzt auch nicht so schön. Mama hat sich das gewünscht zum Geburtstag, hat sie mir gesagt. Kosmetiktasche. Oh, stimmt, eine Kosmetiktasche, da hast du super zugehört. Also hier gibt es safe was, hier gibt es so Parfüm und Schals, sagt man das so? Ja, dann lass da gucken, komm. Emilia, meintest du sowas mit Kosmetiktasche? Meintest du sowas? Die hier? Nee. Oh nee, die sind nicht so schön. Mit mir, ich habe da drüben eine schöne gesehen. Wenn, dann finde ich die noch ganz schick, oder? Du bist so dumm, Samuel. Sie wollte eine große Kosmetiktasche. Siehst du die, wie groß? Du wolltest schon so ein riesiges Ding. Sie da ist die doch, da ist doch die gleiche in groß hier. Die? Besser? Ja, aber sowas doch nicht. Die wollte sowas. Ich zeig dir was. Guck mal, sowas. Okay. Ja, es ist schon für Weihnachten, aber ich finde diesen Kalender, also den finde ich schon nice. Also ich würde mich drüber freuen. Ne? Ja. So, Emi, ich und Justin finden den Adventskalender cool. Willst du den auch nehmen? Nein. Gebongt. Okay, Emilia hat uns überzeugt, wir nehmen doch nicht das Adventskalender-Ding. Aber was stattdessen, Emilia? Gibt hier irgendwo so einen Schminkladen oder sowas? Also nehmen wir das jetzt? Ja. Sicher? Ja. Justin, du auch? Ja. Samuel haben uns entschieden, wir nehmen das jetzt. Wir könnten das einmal nehmen und könnten wir das eventuell auch einpacken lassen? Achso, okay, ja. Das wäre auch cool. Ja, das wäre super. Dankeschön. So, wir haben hier das jetzt hier gekauft und gucken jetzt nochmal weiter, dass wir noch irgendwas so zum Dazutun haben, oder? Guck, suchen wir noch irgendwas? Ja, für jeden noch eine Sache, weil das nehme ich ja. Okay. Wir haben das jetzt gekauft und jetzt gehen wir noch weiter und gucken noch ein bisschen, was wir noch so dazutun können.
Und hier gibt es zum Beispiel schon so geile Karten. Einfach so eine schlichte, schöne. Ja, die ist echt schön. Die ist auch schön. Nein. Nee, die ist schöner. Emir, du musst den Kopf mal wegmachen, ne? Oh. Es gibt hier gerade Streit, welche Tasche wir wählen sollen. Es wird jetzt doch entweder die oder die. Oder die. Die ist schöner, jetzt nehmen wir die. Okay. Ist die? Ja, wir haben uns jetzt für eine entschieden. Zeig mal, Emir, zeig die doch mal. Weißt du, was schlau wäre? Was denn? Wenn wir noch jetzt kaufen und das dann so schön da reinmachen. Wow. Ja, das ist gut. Nee, mal. Ich hab jetzt noch so ein Parfüm genommen, einfach um das auch in die Tasche zu machen, damit das einfach ein bisschen gefüllter aussieht, ne? Ja. Riecht's gut? Oh, ja. Dann noch so Kuschelsocken reinmachen, Emi. Die hier? Für den Winter jetzt? Oh ja. Okay. Das sieht gut aus. Die passen voll. Die ist schon süß, ne? Oh, wollen wir eine mitnehmen für sie? Ja, komm. Wir nehmen eine mit. Ja. Aber ohne, dass Justin bemerkt. Emilia, du bist hier ganz, ganz falsch. Du bist 9. Du brauchst keine GLNEG. Mia, komm. Nein, du kriegst sie eh nicht. Oh Gott, ey. Reicht aber auch mal wieder. Die hatte ich schon mal. Cool. Maske hier noch. Ja, dann hier noch Tee und ein Parfüm. Dann habe ich Socken hier noch Socken und so eine Waschtasche. Waschtasche. Und hier haben wir noch so ein Päckchen. Da sind einfach eine Kerze. Ja, da sind ein paar Sachen drin. Komm, Mia, das reicht. Okay, jetzt gehen wir auch mal wieder raus. Wir wollen hier noch ein Getränk holen. Ja. So, ich denke, wir sind jetzt fertig mit Sachen kaufen. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Und ja, es hat echt Spaß gemacht. Ja, schon in den Shoppen, ne? Okay, ja doch, war cool. Sorry. Wollen wir jetzt noch irgendwas essen gehen? Ja. Okay, dann suchen wir jetzt noch irgendwas zu essen. Ja. Jetzt doch nicht mehr Döner essen, weil unsere Mutter uns noch geschrieben hat, dass wir ein paar Sachen einkaufen sollen. Deswegen gehen wir jetzt ins Tegu, dann holen wir uns da was zu essen, oder? Ja. Wir lassen uns jetzt noch ein paar Sachen einkaufen. Und ich und Emilia sind zum Bäcker gegangen und haben uns ein paar Sachen geholt. Hier so Olivenstangen. Da ist ein Puddingbrezel, sie hat ein Käsebrötchen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt ein Date, oder? Du bist so süß, ich liebe dich so. Wir stehen jetzt hier an der Bushaltestelle. Ja, wieder lügen, ne? Die ganzen Leute an. Wir stehen jetzt hier an der Bushaltestelle. Weil Justin vergessen hat, Justin hat sich nochmal schnell was zu trinken geholt und deswegen. Er hat sich was zu trinken geholt, der lügt voll. Da, er hat das trinken, du kleine. Das ja. Hast du auch. Ich hatte in die Fresse. Hast du auch. Ich hatte in die Fresse. So, es ist mittlerweile schon ein neuer Tag. Ich und Emilia sind gerade aus der Schule gekommen und wir geben unserer Mutter jetzt die Geschenke und dann gibt es ein bisschen Kaffee und Kuchen. Freust du dich, Emilia? Ja. Ja. Bist du richtig nervös? Jetzt komm. So, wir gehen jetzt runter, ne? Ja. Das macht sie erst. So, wir haben ihr jetzt die Geschenke gegeben und das ist der Geburtstagstisch. Okay, Leute, wir erschrecken jetzt Samuel. Das wird richtig witzig. Samuel? Ja? Komm mal! Ja, da ist er auf dem Fass. Boah! Emilia, bist du eigentlich... Oh, wow! Ich bin so Karen, Alter. So, ich laufe jetzt noch kurz ins Edeka und hole mir eine Müllermilch. Die habe ich wirklich in den letzten 3 Tagen 3-mal verzehrt. Genau. Und danach gehen wir noch was essen. Und da nehme ich euch natürlich auch mit. Und ja, dann war es das, glaube ich, auch schon wieder mit dem Vlog. Oh, Leute, ich weiß echt nicht mehr, was ich alles noch so drehen soll. Ich will mal irgendwas anderes auch noch machen, aber ich weiß halt nicht genau. Oh, da war ein Fleck. Was ich machen soll. So, soll ich mal ein Q&A machen? Das will ich auf jeden Fall mal machen. Und irgendwas anderes. Weiß ich nicht was, aber mal sehen. Ne? Das Ding ist ja auch, wenn ich so schon, ich gehe da jetzt nicht an die Straße. Das Ding ist ja auch so, wenn man Schule hat und so alles, da TikTok und so, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit, aber ich hätte gern viel mehr Zeit für das alles. Und das ist halt ein bisschen scheiße, ne? Schule abbrechen, würde ich sagen. So, ich bin jetzt schon im Edeka. Und was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass ich mal Videos machen will, wo ihr mich auch besser kennenlernt, falls ihr das wollt. Und deswegen mache ich mal vielleicht so Videos, wo ich einfach nur so ein bisschen talke vor der Kamera oder so. Oder Q&A. Ich mache ein Q&A. Alter, da ist meine Müllermilch. Ah, da ist sogar Schoko 2-mal. Das war gestern noch ausverkauft. Ich nehme mal Justin eine mit, weil ich so ein toller Bruder bin. So, Justin wollte auch noch mal jetzt was sagen dazu. Danke. Guck, er hat sich gefreut. Emi, gehen wir jetzt essen? Nein. Doch, gehen wir. Nein. Warum? Weil ich jetzt noch Hausaufgaben mache. Was ziehst du an? Jetzt lass mich. Ich lass das an. Ich zieh jetzt nicht mehr mal um. Why are you so mean? Emi, warte doch. Nee, mich. Lass mich doch mal jetzt. Du kleine... Ah. Sorry, Emi. Nee. Guck mal, was Emilia für eine Gewinnerin ist.
Da sind auch erstmal dritte und zweite Plätze. Dann du bist ja ein richtiger Champion, Amy. Du bist ein Champion. Hör mal auf meine, durch mein Outfit. Outfit-Check. Oh, also das nein. Nein, das kannst du vergessen. Oh Mann. So, wir sind jetzt da. Sag was. Was soll ich denn die ganze Zeit sagen? Unser Essen ist jetzt da. So, wir fahren jetzt nach Hause und haben jetzt schon fertig gegessen und Emi, hat sie geschmeckt? Ja. Justin, hat sie geschmeckt? Ja. Nice, mir hat es auch geschmeckt. Ciao Leute, das war's jetzt mit dem YouTube-Video und lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.